Meine lieben Hobbyhexer, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Hogwarts Legacy. Und wir haben in der letzten Folge den Transformationszauber bekommen, beziehungsweise erlernt. Und wie es sich natürlich gehört, auch wieder neue Aufträge. Da wollen wir doch mal eben schauen, was wir noch so haben. Okay, alles nur Koboldogack im Schatten der Mine. Sebastian wartet in der Nähe des Eingangs zur Aussichtspunktmine. Das klingt gut. Das machen wir. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt? Upper Hogsfield, ja. Dann gehen wir da mal rüber. Gucken uns das Ganze mal an. Und dann schauen wir weiter. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern. Oh, guck mal hier. Upper Hogsfield wird von Ranrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Claire Beaumont? Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Ranrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Ranrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Okay. Was ist Ihrem Bruder zugestoßen? Wie kam Ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Ranrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Okay. Wo haben die Anhänger ihr Lager aufgeschlagen? Ranrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Ranrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Aha. Warum verlassen Sie Upper Hogsfield nicht? Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hogsfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ich könnte sie vertreiben. Ich kenne Ranrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Ja. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Auftrag gestartet. Lagerabbruch. Ah, vielleicht sind die Erschwinderinnen fort. Ich finde das voll schön hier mit dem Schnee und so. Gefällt mir sehr gut. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier hin muss. Ich habe mich wieder ablenken lassen. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir können ja mal gucken, ob wir da wirklich ein bisschen was tun können. Ich möchte ja auch ein bisschen helfen. Okay. So, warte mal. Das war der neue, ne? Ja, Transformation, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir nehmen den mit rein. Unsichtbarkeit werden wir auch nicht brauchen, oder? Obwohl doch. Können wir versuchen. Wir schleichen uns mal ran. Vielleicht können wir da so ein bisschen schon... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Krieger der Anhänger. Er hier oder was? Nee. Das sind doch ganz normale Menschen. Okay, warte mal. Wir holen uns den hier vorne.
meiner Brüder arbeitet bei Gringotts. Für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. So. Guck mal, da haben wir schon einen. Erledigen können. Ja, dreh dich um. Genau, so ist fein. Dann kommt Onkel Maddie von hinten. Und dann war es das für dich. Wie unverschämt. Okay. Da bist du. Protego, du. Zack! Gepusht! Ins Zentrum! Protego! Du hast mehr Ausdauer als ich! So! Einen haben wir noch? Ich glaube, du fest dich mit dem. Ha! Wir gehen mal ein Feind! Gepusht! Oh! Incendio. Jo. Lager Nummer 1. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ein Lager erledigt, eins übrig. So. Voll gut. Das lief besser als gedacht. So, wir nehmen hier mal ein paar Münzen mit. Gehen hier nochmal in das Zelt rein. Vielleicht ist hier ja noch was Interessantes für uns. Nee. Okay. So, wo ist das nächste? Oder war hier noch was? Warte mal kurz. Nee, sieht nicht so aus. Gut, gehen wir weiter. Da hinten. Oh yeah, ich freue mich. Lalalalala. Du wirst bereuen, hier zu sein. So. Einmal unsichtbar. Und dann gehen wir hier hinten, dem mal hinterher. Der ist da so alleine, glaube ich. Ah, okay. Was würde ich für eine schöne Tasse Pilztee geben? Gut, wir bleiben mal kurz stehen. So. Ach Mist, zu weit weg. Arresto Momento. Warum ziehst du es unnötig in die Länge? Ich krieg dich. Oh oh. Stufe. Ja. Yeah. Cool. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Bowman. Okay. Oh, hier war auch noch was. Guck mal. Ein paar Münzen. Da liegt auch noch was. Cool. Ja, dann. Gehen wir nochmal hier hin.
Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Oh. Was haben wir denn hier? Da ist irgendwas, aber das machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns erstmal um die aktuelle Quest. Gehen mal eben zurück zu Claire. Beziehungsweise wir fliegen mal. Haben wir auch lange nicht. So. Yippie! So. Und dann sagen wir Bescheid. Man müsste das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Ja. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Ich habe sie einfach überrascht. Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Okay, könnte ich Ihre Waren sehen? Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Straßenköterfell. Hauch der Toten. Zutat für Donnerbräu. Okay. So, wir wollen mal eben verkaufen. Zack. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Ja. Du kannst meinen ganzen Müll haben. Secondhand quasi. Oh, guck mal, der ist neu. So. Gut, und dann kaufen wir mal hier die Materialien, oder? Das wird Ihnen gefallen. Kann nicht schaden. Gute Wahl. Dann haben wir wenigstens was, wenn wir es brauchen. So, und tschüss. Ich danke für den Besuch. Auftrag abgeschlossen. Lagerabbruch. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal eben die Quest mit Sebastian aktiv schalten. So. Gut. Yippie! Ach, das ist ja gleich hier vorne. Okay. Boah. Was ist denn hier los? Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Warte mal kurz. Krieg ich die irgendwie kaputt? Incendio! Ja. Incendio. Besiege Inferi. Incendio. Resto Moment. Ach, guck mal. Deswegen gibt's hier Hauch der Toten, alles klar. So, jetzt aber. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Jep, hat sie. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Renrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es, so wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir teilen aus. Vielleicht können wir unentdeckt bleiben.
Wir teilen aus. Wir müssen rausfinden, was sie vorhaben. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Ja. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Genau. Nach dir. Im Schatten der Mine. Okay. So, hier nehmen wir das Gestein noch mit. Genau, Mondstein. Da vorne sind sie. Geh du voran. Oh, ich werde trotzdem... Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ah ja. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Ich mein's auch ernst. Oh, das war ein Double Kill gerade. Bam, bam, bam. Yeah. So, irgendwo ist hier noch einer. Ich sehe den nur nicht. Da. Levioso. Huch. So. Mega Powertrank. Klasse. Guck mal, war gar nicht so schwer. Rebellion. Ja, hier haben wir noch was. Fingerlose mahagonifarbene Handschuhe. Wollte ich schon immer mal haben. Okay. Ah, hier. Da ist auch noch was drin, ne? Entwaffnung. Okay, cool. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Das läuft aber gut. Ja, hat er recht. Wir sind ein gutes Team. Stimmt. Ja, in der Tat. So, ich mach mich aber trotzdem... Darf uns sehen. Ja. Ich mach mich aber trotzdem mal eben unsichtbar. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Der kann aber schön pfeifen. 122 Gold, krass. Ah, Mist. Voll auf die 12. Und? Jawohl. Spaß ist ziemlich relativ. Das stimmt. Wie war? Das war relativ spaßig. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Herumschleichen hat was für sich. Na, ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Warte mal kurz. Ich möchte hier noch ein bisschen einsammeln. Rebellion. Nee, 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 warte, warte, warte. Noch nicht. Hier ist noch was. Eine kleine Truhe mit ein paar Talern drinne.
Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, recht so. Spinnenplage, aha. Na, das klingt doch interessant. Aussichtspunktmine, gut. Marinda. In die gute Stube. Oder so ähnlich. Suche nach dem Runensymbol. Still wie ein. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Ja. Oh, wie gerne hätte ich jetzt den Speckpilzeintopf. Oh. Petrificus Totalent. So, weg sind sie. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Plopp, plopp, plopp. So, warte mal. Hier muss ich doch bestimmt Feuer machen, oder? Incendio. Naja, immerhin. Ein paar Talas. So. Und hepp. Und hepp. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Oh. Schönen guten Tag. Das wird leider nicht. Ah, Mist, zu spät. Yeah. Viele von Rednecks Anhängern zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Jo. Okay, da könnten wir hoch. Hier haben wir was zum Bewegen. Okay. Ich gehe erstmal hier lang. Incendio. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Incendio. Sammlung aktualisiert. Trankmeister, irgendwas. Okay, jetzt ist die Frage. Brrr, ah ja, okay. Gefunden. Huch. Wir brauchen hier den hier, ne? Accio? Nee. Livioso brauchen wir. Machen wir mal so. Livioso. Und Accio, Depulso, Descendo. Welcher war denn das? Wir hatten noch einen, wo wir die ich nehme mal den noch mit rein. Accio. Genau. Vingadium Leviosa. So wollte ich es haben. Incendio. Huch. Genau so soll es sein. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Blätter des Malvenkrauts. Die Eigenschaften. Oh. Aua, aua, aua. Umwerfen. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Ja, echt mal. Wo geht's hier lang? Ins Handy. Okay. Dann brauchen wir hier wohl ein bisschen Power.
Dann gehen wir da mit Depulso bei. Depulso! Dankeschön. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. 81 Münzen. 106, jawohl. Okay, Brücke ist kaputt. Das bedeutet für uns Reparo. Würde ich mal so behaupten. Ja. Mal eben hier nochmal schauen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Weil ich bin leben. So. Guck mal. Dicke, fette Truhe. Nadelstreifenschal. Sehr schön. Da freue ich mich. So, und hier einmal. Wo ist er? Ich glaube, der hier, ne? Ne, da. Den wollte ich haben. Repar. Danke. Oh, noch mehr? Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Flong. Spinne müde. Mega Powertrank. Ich finde diese Höhle mega cool gemacht, ne? Ich mag diese Höhlen. Oder Mine, was es auch immer sein soll. So mysteriös und auch irgendwie schön gestaltet. Das ist wieder voll mein Ding, ne? Aber gut. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Extreme Danger. Aua. Aua. Entzündung. Nee, das... Die waren doch empfindlich gegen Licht, oder? Irgendwas war doch. Warte mal. Ich versuch's mal mit Lumos. Lumos. Ja. Guck mal, da kann man sogar hoch noch. Krass. Natürliches Terrain. Boah, hier. Dicke, fette Truhe. Nicht identifizierter Gegenstand Hals, ja. Lumos. Huch. Mega. Spinnenfangzahn. Ein paar Münzen. Danke. Wo sind wir jetzt? Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Ja, das stimmt allerdings. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Gut, dann... machen wir uns unsichtbar, oder? Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich verdächtigst. Immerhin weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Obwohl, ist egal. Du bist leise wie ein Grab. Ah!
So. Boah, krass, was ist denn hier los? Wahnsinn. Ihr Gryffindors seid nicht die Einzigen, die mutig sind. Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Oh, Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Sehr schön. So. Okay, da sind irgendwelche komischen Dinger da oben. Hier ist irgendwas verbuggt. Das kann ich leider nicht aufnehmen. Aber macht nichts. Würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Ja, bestimmt. Stimmt. Aber wir machen hier wieder ein kleines Päuschen. Und in der nächsten Folge geht es dann hier auch schon weiter. Meine lieben Freunde, allerherzlichsten Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen, Achtung Wortspiel, zauberhaften Tag. Und ganz viel Spaß beim Selberspielen. Wir sehen uns bald wieder und dann geht's hier weiter mit Hogwarts Legacy. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschü mit Ö.